und ich werde über 10 Dinge, mit denen StudaPi Studium und Lehre leichter macht, berichten. Mein Name ist Sabine Scheele-Brenne und ich bin Mitarbeiterin am Hochschulrechenzentrum und dort, keine Überraschung, für StudaPi zuständig. Sie alle kennen StudaPi aus der täglichen Arbeit, Sie kennen die Grundfunktionen, die Erstsemester werden Sie jetzt kennenlernen, das heißt Anmeldung zur Veranstaltung, Herunter- und Heraufladen von Dateien. Ich möchte Ihnen aber heute 10 Dinge berichten, die Sie vielleicht noch nicht kennen. 10 Funktionen, die etwas versteckt sind, die aber doch Ihr Studium oder auch Ihre Lehre sehr viel einfacher machen können. Das erste Ding, was ich Ihnen vorstellen möchte, das ist, wie Sie Ihre persönliche Startseite in StudaPi einrichten können. Die persönliche Startseite, hier sieht man die Ansicht nach dem Login, die ist mit sogenannten Widgets gestaltet. Diese Widgets können Sie hin und her schieben, indem Sie mit gedrückter Maustaste darauf gehen. Und Sie haben auf der Startseite 2 Bereiche, einen größeren in der Mitte und einen schmaleren an der Seite, wo Sie diese Inhalte, diese Widgets hinschieben können. Sie können auch manche Widgets, die Sie gar nicht benötigen, durch einen Klick auf das X einfach verschwinden lassen. Oder hier bei dem Widget mit dem Schnellzugriff können Sie über das Bearbeiten-Icon auch noch die einzelnen Inhalte bearbeiten. Wenn Sie zum Beispiel Suchen nicht auf Ihrer Startseite haben möchten, weil Sie ja oben die Lupe haben, können Sie diesen Bereich hier einfach editieren und herausnehmen. Welche Widgets zur Verfügung stehen, das sehen Sie, wenn Sie auf Widgets hinzufügen in der Leiste links klicken. Dann haben Sie eine Aufzählung aller Widgets, die Sie bekommen können, zum Beispiel Mein Stundenplan oder auch das schwarze Brett. Falls Sie mal den Eindruck haben, Sie haben ein völliges Chaos angerichtet oder Ihre Widgets sind alle weg, klicken Sie einfach auf Standard wiederherstellen und Sie bekommen wieder die Urseite und können quasi von vorne anfangen. Auf die Art und Weise können Sie Ihre persönliche Startseite so einrichten, dass Sie die Informationen haben, die für Sie wirklich relevant sind. Hier zum Beispiel das schwarze Brett oder ganz unten lugt auch noch heraus der Stundenplan. Das zweite Ding, was ich Ihnen zeigen möchte, das ist die Möglichkeit, die Veranstaltungen auf der Seite, meine Veranstaltung farbig zu sortieren und damit so ein bisschen Überblick zu schaffen. Es ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, wenn Sie auf meine Veranstaltung gehen, dass da rechts, links, das andere rechts, dass links einige farbige Balken erscheinen. Und zwar offensichtlich gruppiert, die alle mittelgrünen zusammen, alle hellgrünen zusammen. Wie können Sie das anlegen? Sie klicken links auf Farbgruppierung ändern und bekommen eine Matrix mit all Ihren Veranstaltungen, sortiert nach Semester, und können dort die Farben zuweisen. Die Reihenfolge der Farben ist festgelegt. Von links nach rechts würden also erst alle Veranstaltungen angezeigt mit gelber Markierung, dann die roten, dann die orangefarbenen und so weiter. Wenn Sie dann hier auf Speichern klicken, haben Sie dann die Sortierung, wie Sie sie haben wollen. So können Sie zum Beispiel Ihre Veranstaltung nach Wochentagen sortieren oder alle Vorlesungen zusammen, alle Übungen zusammen, wie Sie das möchten. Man kann nicht kommunizieren, das gilt auch für StudaPi. StudaPi bietet eine ganze Menge von Möglichkeiten, mit seinen Teilnehmenden oder mit seinen Lehrenden zu kommunizieren. Ich möchte hier als Beispiel zeigen, in einer Veranstaltung, das ist die Sicht eines Lehrenden, und zwar auf der Teilnehmerseite der Veranstaltung. Links sehen Sie in der sogenannten Zeitbar die Möglichkeit, an alle Teilnehmenden eine Nachricht zu schicken, die dann auch per Rundmail an die E-Mail-Adressen geschickt wird. Ganz unten auf der Seite links sehen Sie, dass Sie als Lehrende auch Ihren Studierenden erlauben können, solche Rundmails zu verschicken. Rechts habe ich einige Icons markiert. Sie können zum Beispiel allen Lehrenden eine Nachricht schicken als Lehrende oder als Lehrende können Sie allen Studierenden eine Nachricht schicken. Sie können aber auch einzelne Personen aus der Teilnehmerliste herauspicken über das sogenannte Drei-Punkte-Menü und dann dort in diesem Dialog Nachricht mit Weiterleitung senden. Also StudaPi ist ein wunderbares Kommunikationsinstrument, manche sagen auch Mailschleuder dazu. Die Sicht für die Studierenden ist etwas anders. Hier nun die gleiche Teilnehmerliste aus Sicht der Studierenden.
Als Studierende haben Sie die Möglichkeit, die Lehrenden oder alle anderen Kommilitonen einzeln anzuschreiben. Es sei denn natürlich, der Lehrende oder die Lehrende hat die Option Rundmail auch für die Studierenden freigeschaltet. Wenn Sie auf den Namen der Lehrenden klicken, kommen Sie immer auf das Profil der Lehrenden. Dort finden Sie einmal deren E-Mail-Adresse, aber auch Informationen über die Einrichtung, weitere Informationen, Kontaktinformationen, Adressen, Telefonnummern und Ähnliches. Ebenfalls ein schönes Kommunikationstool ist die Pinnwand, die Sie in der Community finden. Dort gleich an erster Stelle Pinnwand. Die Pinnwand ist ein Echtzeit-Chat. Hier können Sie auf einmal mit allen anderen NutzerInnen in StudIP Kontakt aufnehmen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, solche Pinnwände auch in Veranstaltungen zu archivieren. Dann schreiben und sehen das nur TeilnehmerInnen der Veranstaltung. Ja, was gibt es Neues in StudIP? In StudIP passieren ja täglich neue Dinge, Dateien werden hochgeladen, neue TeilnehmerInnen kommen dazu. Und da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Kann man, muss man aber nicht. Denn Sie haben die Möglichkeit, sich einmal am Tag eine E-Mail mit den Neuigkeiten schicken zu lassen. Um das zu aktivieren, gehen Sie bitte auf Ihr eigenes Profil, dort unter Einstellungen, Benachrichtigungen. Hier finden Sie wieder so eine Matrix mit all Ihren Veranstaltungen, sortiert nach Semestern. Und Sie können jetzt im rechten Bereich anklicken, welche Informationen über welchen Bereich Sie denn erhalten möchten. In diesem Beispiel zum Beispiel bin ich bei der zweiten Veranstaltung von oben und setze das Häkchen bei Teilnehmende. Jetzt klicke auf Übernehmen und wir schauen uns dann an, was als nächstes passiert. Ich bekomme einmal am Tag eine E-Mail, meistens morgens, und in dieser E-Mail finden sich dann die Informationen, was in den Veranstaltungen, die ich markiert habe, aus den Bereichen, die ich markiert habe, was sich da Neues getan hat. Hier in diesem Fall werde ich darüber informiert, dass ich eine neue Teilnehmerin habe. Diese E-Mail wird auch nur versendet, wenn tatsächlich etwas Neues in der Veranstaltung passiert ist. Studierende können ja eigentlich keine Veranstaltung in StudIP anlegen. Eigentlich heißt uneigentlich natürlich doch, denn für die Studierenden stehen die Studiengruppen zur Verfügung. Die Studiengruppen können Studierende zum Beispiel für Referatsgruppen oder für Lerngruppen oder für irgendwas anderes, was sie möchten, nutzen. Die Studierenden finden auf ihrer Startseite im Widget Schnellzugriff den Link Studiengruppe anlegen. Klickt man darauf, wird man dann aufgefordert, der Gruppe einen Namen zu geben. Man kann die Gruppe beschreiben für die potenziellen Interessentinnen. Man kann festlegen, ob sich hier jemand anmelden darf oder ob man die Teilnehmenden einlädt. Und zuletzt muss man dann auch noch erklären, dass man selber verantwortlich für diese Gruppe ist. Ist die Gruppe dann angelegt, kann man auch in der Gruppe, ähnlich wie in der Veranstaltung, Inhaltselemente hinzufügen, zum Beispiel einen Dateiordner, ein Wikiweb, ein Forum. Ganz wichtig ist uns, dass Sie, wenn Sie am Ende des Semesters diese Gruppe nicht mehr brauchen, dass Sie sie auch löschen, damit die nicht verwaist bis zum Ende Ihres Studiums dort nutzlos herumliegt. Sprechstunden sind ein ganz wichtiges Instrument für die Kommunikation zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Und StudIP bietet eine einfache Möglichkeit, das digital zu organisieren. Wir schauen jetzt hier auf die Seite einer Lehrperson. Diese Person findet unter Profil Sprechstunden die Möglichkeit, Sprechstunden in Blöcken anzulegen. Man kann dabei angeben, wie lange dauert so eine Sprechstunde, wie viele Personen dürfen sich anmelden. Diese Möglichkeiten finden Sie alle, wenn Sie hier auf Sprechstundenblöcke anlegen gehen. Lehrende können zu den einzelnen Terminen Studierende einladen. Das geht oben rechts über Sprechstundentermine reservieren und können Sie natürlich auch wieder ausladen und die Sprechstunden auch absagen. Auf der eigenen Profilseite, auf der eigenen Startseite findet man dann immer den Hinweis auf die nächste Sprechstunde. Also StudIP erinnert einen auch daran. Für die Studierenden sieht das dann so aus. Die
Studierenden suchen die Profilseite der Lehrenden, des Lehrenden, bei dem sie die Sprechstunde besuchen wollen, gehen also auf Profil und dort auf Sprechstunden und haben dann bei freien Sprechstundenterminen die Möglichkeit, sich über das Plus-Symbol für die Sprechstunde anzumelden. Können sich auch wieder abmelden und finden ebenfalls eine Erinnerung an diesen Termin auf ihrer Startseite. Es ist auch möglich, eine Sprechstunde mit einem Big Blue Button Raum, also einem Videokonferenzraum, zu verbinden, um die Sprechstunde digital abzuhalten. Das schwarze Brett ist sicherlich keines der versteckten Features von StudIP, dafür wird es viel zu gut genutzt. Sie finden das schwarze Brett über dieses Icon oben in der Hauptnavigationsleiste. Jeder, der in StudIP angemeldet ist, hat die Möglichkeit, hier eine Anzeige zu erstellen und der passenden Rubrik zuzuordnen. Es gibt so ein paar Regeln, an die wir Sie bitten, sich zu halten, sonst bekommen Sie eine böse Mail von uns. Diese Regeln finden Sie in den Nutzungsbedingungen und bitte nehmen Sie die auch zur Kenntnis. Eine Anzeige ist maximal 30 Tage online. Wenn Sie Ihr Bett verkauft haben oder jemanden gefunden haben, der mit Ihnen zum Tanzen geht, dann löschen Sie Ihre Anzeige aber bitte selber wieder. Ja, wo muss ich hin? Die Uni ist groß und gerade wenn man Veranstaltungen besucht, die außerhalb des gewohnten Campusbereichs liegen, dann wird es manchmal schwierig mit der Orientierung. Deshalb schauen wir uns jetzt das Ding 8 an, die JLU Maps. Hier habe ich mal eine Beispielveranstaltung, die im Hochschulrechenzentrum stattfindet. Und für Leute, die jetzt vielleicht hier unten im Phil 1 oder im Phil 2 studieren, ist es vielleicht nicht immer ganz klar, wo genau sie dorthin müssen. Wenn man in dieser Veranstaltung auf den verlinkte Rauminfo klickt, dann kommt zunächst innerhalb von StudIP so ein Infofenster. Da sieht man zum Beispiel auch, ob es in diesem Raum einen Beamer gibt. Das ist für Lehrende ja interessant, aber auch die Adresse. Und dort ist auch der Button in JLU Maps anzeigen. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann habe ich also einen sehr schönen Grundriss und der Raum, in den ich möchte, der ist farbig markiert. Die JLU Maps ist eine eigenständige Anwendung, die Sie auch über die unten eingeblendete Adresse erreichen können. Auf dieser Plattform werden alle Räume, alle Lehrräume dargestellt und Sie erfahren auch zum Beispiel, wo ist der nächste Aufzug, wo ist die nächste Toilette oder überhaupt, wo liegt der Raum, wo muss ich hin. Das Ding 9 ist der Stundenplan, der für Sie Planung und Übersicht zugleich sein kann. Den Stundenplan erreichen Sie über dieses für Eingeweihte verständliche Icon mit der 42 darauf. Auf Planer, Stundenplan. Der Stundenplan ist nach Semestern sortiert. Sie wählen also das gewünschte Semester aus und haben dann verschiedene Möglichkeiten. Veranstaltungen zum Beispiel, in denen Sie eingetragen sind als Teilnehmerin und die einen regelmäßigen Termin haben, die werden automatisch auf dem Stundenplan angezeigt. Sie sehen also, wann Sie noch frei haben und wann nicht. Dann haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich private Termine einzutragen. Dann wissen Sie schon mal, wann Sie auf keinen Fall in eine Vorlesung gehen können. Und das Letzte noch, bei Veranstaltungen, die noch nicht zur Anmeldung offen sind, die einen regelmäßigen Termin haben, können Sie diese Veranstaltung auch in Ihrem Stundenplan vormerken. Dann haben Sie diesen Slot auch schon reserviert. Immer wieder ein Thema im Seminar ist ja, wenn man Referate vergibt, wie bekommt man das Referatsthema an den Mann oder die Frau? Oft ist es etwas schwierig, bis alle ihr Thema haben und bis man dann auch den ersten und den letzten Termin mit Referaten versorgt hat. Dafür hat sich die Funktionalität der Gruppen bewährt. Die Gruppen erreichen Sie innerhalb der Vorlesung. Hier sehen wir wieder die Dozentenansicht. Innerhalb der Veranstaltung über die Teilnehmerliste und indem Sie dort auf Gruppen klicken. Wir sind jetzt in der Veranstaltung, es gibt noch keine Gruppen, deswegen gehe ich jetzt links unten auf Neue Gruppe anlegen. Und jetzt wird es eigentlich interessant, denn jetzt kann ich verschiedene Einstellungen für diese Gruppe treffen. Erstmal gebe ich hier einen Titel. Ich kann sagen, wie viele Personen maximal in diese Gruppe hinein können. In diesem Fall habe ich eine Referatsgruppe mit 2 Personen.
Ich könnte einen Dateiordner anlegen, nur für diese Gruppe. Ich könnte auch eine Pinnwand, diesen Echtzeit-Chat in dieser Gruppe aktivieren. Ich kann sagen, dass sich die Teilnehmenden selber anmelden und aber auch nur in eine Gruppe. Niemand soll zwei Referate übernehmen müssen. Wenn ich das alles eingestellt habe und abspeichere, dann sieht das für mich als Lehrende so aus. Ich habe einmal meine angelegten Gruppen. Ich sehe, wie viele Personen in jeder Gruppe sind. Zum Beispiel in der ersten Gruppe, da haben sich zwei Teilnehmer angemeldet von zwei möglichen. Das heißt, diese Gruppe ist komplett. Für die Referatsgruppe Pro und Contra hat sich noch niemand erbarmt. Da könnte ich jetzt unten aus der Liste der Personen, die keiner Gruppe zugeordnet sind, jemanden eintragen beispielsweise. Oder ich warte noch ein bisschen oder ich schreibe die an und sage hier, hört zu, sucht euch eine Referatsgruppe. Aus der Sicht der Studierenden ist es sehr viel einfacher. Auch die gehen in der Veranstaltung auf die Teilnehmerliste und dann auf Gruppen und haben dann bei den Gruppen, in denen noch ein Platz frei ist, dieses Eintrittssymbol. Mit Klick darauf sind sie eben in der Gruppe und dann kann die Arbeit an dem Referat losgehen. Ja, das waren sie schon, diese 10 Dinge. Sie waren jetzt mehr wie ein Plätzchen, wie ein Teller mit Plätzchen, so wie passend zur Coffee Lecture. Das heißt, jedes Plätzchen ist gleich lecker, schmeckt aber nicht jedem. Man kann sie also nehmen und anbeißen und wenn keiner guckt, auch wieder zurücklegen. Was ich damit sagen möchte, es ist kein Ranking damit verbunden, sondern das sind einfach Dinge, die meine Hilfskräfte und meine Kollegen, die auch in der Lehre tätig sind und Kolleginnen, uns überlegt haben, was interessant sein könnte. Falls Sie nun zu dem einen oder anderen noch Fragen haben oder sagen, ah, das ist ja total blöd, das kann ich mir überhaupt nicht nutzen, das muss man mal ändern, oder für sonstiges Feedback können Sie sich einfach an uns wenden unter der E-Mail-Adresse studip@uni-gießen.de. Vielen Dank.